Am Mittwochnachmittag hat ein Passant in Wien-Meidling auf offener Straße einen schwerstverletzten, nicht ansprechbaren Mann gefunden. Die alarmierte Polizei leistete noch erste Hilfe, der Mann verstarb aber dann kurze Zeit später im Rettungswagen. Auch am Donnerstagvormittag hat die Polizei Fremdverschulden noch nicht ausgeschlossen. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen nun aufgenommen. Vorerst wird die Sache als bedenklicher Todesfall eingestuft. Erste Hinweise deuten aber darauf hin, dass der Mann erstochen worden sein könnte. Er wies zudem schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers auf. Die Polizei will jetzt aber erst einmal die Obduktion abwarten, um dazu sichere Aussagen zu treffen. Sowohl die Hintergründe als auch die Identität des Opfers sind am Donnerstag noch nicht geklärt. Der Mann hatte nämlich auch keine Ausweise bei sich. Er wird aber als relativ jung beschrieben. Wie gesagt, die Ermittlungen, die laufen.